Das erste, woran man bei Horror normalerweise denkt, sind Vampire, Zombies und Werwölfe, also die üblichen Verdächtigen. Allerdings ist das nichts, womit eine Schrotflinte nicht fertig wird. Was außerdem Horror erzeugen kann, ist Kontext. In Monster Hunter ist es zum Beispiel normal, Tiere auszuweiden und sie dann zuzutragen. Wenn man das selber mit Menschen macht, wird's irgendwie abgefuckt. Sehr effektiv ist auch das große Böse, denn du kannst so viele Zombies vernichten, wie du willst, aber gegen das eigentliche Böse kannst du nichts ausrichten. Es ist egal, ob du kämpfst oder nicht, ob du kacken gehst oder dir einen runterholst. Cthulhu hat gewonnen, er ist König der Welt und es ist scheißegal, was du machst. Was außerdem erzeugen kann, ist das Böse in uns. Und ich meine damit nicht die Art von Böse, bei der man jemanden absticht, wenn man sein iPhone haben will. Ich meine die böse kleine Stimme in deinem Kopf, die dich zu Verbrechen überreden will oder dich auf die dunkle Seite verführen möchte. Stellt euch mal vor, man würde sich bei Vampire mehr darauf konzentrieren und weniger darauf auszusehen wie die SM-Gimps aus Blade und Underworld. Zum Abschluss lässt sich sagen, dass im Grunde wie ein Dildo ist. Benutzt man ihn richtig, stimuliert er genau die Punkte, die er stimulieren soll. Benutzt man ihn falsch, scheißt man auf den Teppich.